Sollen alle Rapper kommen, alle Rapper in Deutschland. Alle, die einen Streit haben, die Freunde sind, alle. Ja? So, wir machen eine Jam. Es ist jetzt gut, also schon ein paar Jahre her auf jeden Fall, dass wir das letzte Mal uns ein bisschen unterhalten haben in Interviewform. Und das, was dazwischen passiert ist, hat gut Wellen geschlagen in dieser Szene. Viel passiert. Ich glaube, du hast viel kassiert, hast viel ausgeteilt. Kannst du grob zusammenfassen, wie sich die letzten Jahre angefühlt haben? Also, teils, teils. Also gerade in der Zeit, natürlich als Bushido seinen Diss-Track kam, war das natürlich für mich, für meine Freunde, für meine Familie, kein schönes Ereignis. So, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, es hat mir nichts ausgemacht. So, natürlich war das richtig eklig, auch Sachen, die gesagt worden sind. Natürlich war auch mein Song, der dann später zurückkam, eklig. So, das war auf beiden Seiten eklig. Aber deswegen gab es Momente vom Triumph und Momente der Niederlage. So, und deswegen, ich sag halt, das war alles wie so eine riesen Achterbahn. So, ich habe parallel dazu meine Shows ganz normal weitergespielt. So, ich habe jedes Wochenende ein, zwei Shows seit 5 Jahren. Und die haben auch nicht drunter gelitten. So, ich meine, das kann man ja alles zurückverfolgen. So, ich hatte immer weiter Shows und Interviews und Fernsehgastauftritte und alles Mögliche. So, trotzdem war ich in meinem Kopf halt nicht glücklich, weil ich wusste, okay, da ist so eine Sache, ich werde attackiert. Und ich habe mich nicht zur Wehr gesetzt anfangs oder ein Jahr lang nicht. Die mich dann persönlich auch so ein bisschen so runtergezogen haben. Und das war für mich dann halt auch der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann halt gesagt habe, okay, ich werde jetzt auch was machen. So, und jetzt wird sich bestimmt der eine oder andere fragen, ja gut, aber warum hast du dir ein Jahr Zeit gelassen? Hast du jetzt ein Jahr in einem Musical geschrieben, das so lang ist wie König der Löwen? Das Ding war, ich war ja zu der Zeit bei DSDS. So, ja. Und die wollten gerade diesen Beef mit mir und Bushido nicht thematisieren. Und die haben mir halt dann gesagt, okay, okay, so, wir nehmen dich in die Jury rein, aber wir wollen von diesem Thema nichts zu tun haben. Bedeutet, wenn du auf seinen Song da antwortest, und hier, oder ich weiß nicht, was der Song war, du generell Beef mit Bushido machst, dann werden wir dich nicht in die Jury reinnehmen. So, ich meine, er wollte auch in die Jury rein. Bushido wollte damals in die Jury rein. So, das Statement kennt ja auch jeder heute. Wie gesagt, ich wollte diese Chance ergreifen. Ich hatte Lust, mal im Fernsehen zu arbeiten. Für mich war das wirklich ein ganz neuer Markt, den ich noch nicht kannte. So, ich meine, wenn du dir gerade mal in Amerika Sachen anschaust, American Idol. So, da sitzen 20.000 Rapper drin. Und die Leute feiern das, ganz Amerika feiert das. Wenn du dich in Deutschland irgendwie, ich meine, Deutschland sucht den Superstars das gleiche wie American Idol reinsetzt, sagen die Leute, boah, nee, das ist doch fake und hin und her. Da sind halt die Amis ein bisschen lockerer und deswegen feiere ich da ein bisschen so diese Mentalität und dieses Offene einfach für alles. Da sind auch sehr viele Rapper cool untereinander, die privat chillen und so. Hier in Deutschland ist das schon ein bisschen heißer einfach und wie gesagt, deswegen hat das alles auch ein bisschen länger gedauert dann. Es ist insgesamt, wie gesagt, eine sehr spannende Zeit und ich habe eins meiner schönen Formate heute mitgebracht und ich erkläre gleich 2, 3 Sätze davor. Du hast mir nämlich auch schon eine wunderbare Einladung im Prinzip dazu eben gesagt. 10 Thesen heißt, ich habe 10 Thesen aufgestellt, die sind mal kritisch, mal sind sie lustig vielleicht gemeint und du sollst darauf reagieren. Das sind Dinge, die ich aus, wie gesagt, aus Recherche, aus dem Internet, aus Aussagen von Leuten, nicht jetzt nur wird's spannend, nicht nur Leute. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt auf die 10 Thesen. Aus allen möglichen bekommen habe und du kannst darauf reagieren. Wie okay. Gesagt, nicht von mir selber, sondern allgemein. Und das, was du eben gerade beschrieben hast mit DSDS und dem ganzen Aufschlag, da würde ich eigentlich nachher nochmal speziell drauf kommen. Da können wir nochmal drauf eingehen, weil da war ich noch nicht fertig. Genau, machen wir nämlich am Ende. Aber Gerne. Meine erste These, die ich aufstelle, ist, K1 hat ein Imageproblem. Ja. Würdest du das rigoros verneinen? Das würde ich nicht verneinen, aber auch nicht bejahen. Das Ding ist, umso erfolgreicher du bist, umso mehr Leute hast du, die dich nicht mögen. Also ohne mich jetzt mit ein paar Leuten zu vergleichen, die ich dir jetzt aufzählen werde. Ja? Also erstmal wirst du mir keinen Prominenten oder Bekannten auf der ganzen Welt nennen können, der von allen geliebt wird. Probier's mal. Nee, stimmt, hast du vollkommen recht. Also ohne mich jetzt mit einem Michael Jackson zu vergleichen, das sind ganz andere Atmosphären, okay? Nicht mal Kendrick Lamar wahrscheinlich, selbst den können irgendwelche Leute nicht leiden. Lass mal Kendrick Lamar mit Michael Jackson vergleichen. Michael okay. Jackson, Michael Jordan, okay? Mahatma Gandhi, Beyoncé, Madonna, egal wer, umso erfolgreicher jemand ist, umso mehr hat er Leute, die ihn nicht mögen. Das ist ganz normal. Und da gerade bei Bushido und mir dieser riesen Konflikt war und er natürlich auch eine riesen Fanbase hat, ja. So, die sich einfach dann wirklich gesplittet hat bei unserem Beef, so, war es ja klar, dass ich auch eine große Menge an Hatern hatte. Und zwar die Leute, die immer noch hinter ihm stehen. Und deswegen habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, okay, lass mal jetzt 1 Million Leute nehmen.
Okay? Ja. Wir nehmen 1 Million Leute, nur als Beispiel. Von diesen 1 Million Leuten wünschen mir 100.000 den Tod. Aber weißt du wie? Dass sie sagen, ich würde mit meinem Auto jetzt gegen den Baum knallen. Dass sie sagen, okay, der verreckt an der Lebensmittelvergiftung. Die wünschen mir auf jeden Fall den Tod. Und da sind 900.000, die mich mögen, die mich lieben. Die jetzt nicht alle meine Platte kaufen, aber die, wenn sie an mich denken, Sympathie haben und sagen, ey, eigentlich ist der Typ eine coole Sau, weißt du, macht ab und zu mal Charity-Events fürs Kinderhospiz, für Kinder, die im Sterben gerade liegen, der haut Free-Tracks raus, wo er kein Geld will. Die haben auf jeden Fall Sympathie, diese 900.000 Leute. Also auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf 100.000 Leute, die mich hassen? Das wären 2 Fußballstadien, okay? 2 Stück. So viele Leute, stell dir das mal vor dir, wenn 2 so Fußballstadien vor dir stehen und die hassen dich alle, wünschen dir den Tod. So, du gehst ja automatisch in die Klapse. Also was mache ich? Ich fokussiere mich auf 900.000, die ich tagtäglich auf der Straße treffe, die mir sagen, ich will ein Foto mit dir machen. Ey, sag mal hier, wann bringst du ein neues Album raus? Kann ich ein Autogramm haben? Lass mir über deine Musik reden. Ich fokussiere mich auf diese Leute. Und deswegen kann ich dir sagen, ich kann das nicht bejahen und auch nicht beneiden. Ich glaube, so ein bisschen die These darauf, also zielt sie hinaus, dass die Leute vielleicht ein bisschen Schwierigkeit haben, dich einzuordnen. Und das ist ja das, was dann am Ende doch der Deutsche immer braucht, wenn es um einen Künstler geht, in welchem Genre auch immer, wo packe ich ihn hin? So, bist du Rapper? Bist du prominent? Bist du ein Social Media Star? Weil im Prinzip kann ja fast jeder Begriff bei dir mit Dingen, die du in deinem Leben machst, greifen. Und ich gehe so. Okay, Tupac, DMX, sind beides Rapper, haben Filme gedreht. Ja. Waren überall in irgendwelchen Shows in Amerika. So, warum stellen sich die Amis nicht die Frage? Wahrscheinlich weil es eine andere kulturelle Grundlage ist. Deswegen, aber da unsere Kultur immer mehr der amerikanischen ähnlich wird, siehst du ja auch, dass viel mehr deutsche Rapper im Fernsehen sind, Gastauftritte haben. Das bin ja nicht nur ich. Siehst du dich als Rapper? Ach, klar sehe ich mich als Rapper. Als Hauptberuf? Hauptberuflich sehe ich mich als Rapper. Ja? Natürlich, klar. Ich meine, ich habe angefangen auf Freestyle-Battles. Ich bin durchs ganze Land gezogen. Freunde, die irgendwelche Trains zugebombt haben. So andere, die gebreakt haben. Wir waren Hip-Hop pur zu 100%. Ja. So, aber natürlich ist das später alles dann auseinandergegangen, weil Hip-Hop wirklich Mainstream geworden ist. Und weil ich auch Gefallen dran gefunden habe, auch mal im Fernsehen aufzutauchen, was ja auch eigentlich eine coole Erfahrung ist. Man sollte in seinem Leben alles machen, weil später wird man sich sonst die Frage stellen, was wäre denn gewesen, wenn ich da doch mitgemacht hätte? Man wird immer so ein großes Fragezeichen haben. Ich finde das nicht verwerflich. Ich sage ganz ehrlich, man sollte wirklich in seinem Leben probieren, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Ob du jetzt eine Weltreise machst oder als Rapper mal ins Fernsehen gehst, so egal ob Leute dich einordnen können oder nicht. So, mir geht es darum, als Rapper facettenreich zu sein. Und würde ich als Rapper jetzt zum Beispiel bloß Trap machen, okay, und irgendwelche Gangster-Lyrics drauf rappen, wo ich halt Drogen verticke, dann wäre das mir zu einseitig. Mhm. So, deswegen komme ich an und sage, ein Rapper ist einer, der über alles rappen kann und auch alles selber schreibt. Ganz einfach. Und wenn ich einen Liebessong machen will, dann mache ich einen Liebessong. Wie viele Liebessongs hat Bushido gemacht? So, Sido hat Liebessongs gemacht. Jeder von uns hat schon Liebessongs gemacht. So. Warum reden die Leute gerade bei mir speziell darüber? Da sind wir wahrscheinlich so ein bisschen bei diesem Imageproblem, dass die Leute sich mir nicht festhalten können und vielleicht auch sich grundsätzlich bei dir negative Gedanken einschleichen im Kopf, wenn der Begriff K1 fällt, als was sie sich, wenn ein anderer Rappername fällt. Ja gut, aber das kannst du ja so auch nicht sagen, weil wenn du meine Shows anschaust, sind meine Shows voll. Richtig, genau. Und deswegen kommt bedeutet, auf was fokussierst du dich? Du fokussierst dich auf die Leute, die dich feiern. Richtig. So, du fokussierst dich gerade auf Hater-Kommentare im Internet, die du gelesen hast, die wahrscheinlich von irgendwelchen Armeen von Leuten sind, die meine Konkurrenz sind. Genau. Verstehst du? Da musst du differenzieren. Ja, aber jetzt kommt nämlich meine zweite These, weil nämlich das ja bedeutet... Ich schrei gleich wie Flair. wenn du hier sitzt und dann ja am Ende so vom Weg her wahrscheinlich sehr, sehr zufrieden bist mit dem, wie es bisher gelaufen ist, dann stimmt ja wahrscheinlich die These, K1 hat in seiner Karriere bisher eigentlich alles richtig gemacht. Nein, die stimmt nicht. Auch nicht? Nein. Das kannst du nicht sagen, weil... Ich gebe einen erklärenden Satz. Keiner von uns ist perfekt, weißt du? Aber im Prinzip bist du ja dann doch wahrscheinlich so zufrieden mit dem Weg, den du bisher gegangen bist und die Position, wo du gerade stehst, oder? Ja, aber ich hätte viele Entscheidungen anders getroffen, wenn ich sie nochmal machen hätte können. Ja. So, ich würde zum Beispiel meinen Abschluss nachholen. Also ich würde meinen Abschluss machen, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte. Nicht, weil ich jetzt heute nicht von der Musik leben kann, sondern einfach, damit ich ihn in der Tasche habe. Falls ein Nico von der Backspin kommt und mich fragt, okay, was kannst du außer rappen, dann kann ich sagen, ja, Digga, ich habe Abitur. So. Es ist einfach schön, das zu haben, dass man nicht dran sitzen muss und jetzt nur mit seinem Geld argumentieren muss, dass man jetzt der Coolste ist, sondern dass man auch sagen kann, pass auf, ich habe auch was in der Birne. So, und das ist halt sehr wichtig und wie gesagt, aber ich glaube, jeder von uns hat das in seinem Leben, dass er sagt, okay, mein Leben ist nicht zu 100% perfekt verlaufen. So, keiner ist von uns perfekt und ich finde, das gehört auch dazu, dass man dazu steht.
Bist du denn aber trotzdem zufrieden mit dem Punkt, wo du jetzt bist? Ja, ich bin zufrieden. Ja? Ich bin zufrieden. Woran liegt das? Weil ich die ganze Welt gesehen habe. Ich schaffe es, meine Familie und meine Freunde, die mit mir zusammenarbeiten, durch meine Musik einfach zu unterstützen. Und wie gesagt, guck mal, ich habe auch jetzt 4 Alben schon rausgebracht. Die waren alle Top 10. Ich habe bei YouTube über 200 Millionen Klicks bei ungefähr 25 Videos. So, 200 Millionen, das ist so eine utopische Zahl. Das sind amerikanische Verhältnisse. So, da sind wir einfach bei dem Punkt, umso mehr Reichweite du hast, umso mehr Bekanntheitsgrad einfach, umso mehr der Bekanntheitsgrad steigt, umso mehr wird es auch Leute geben, die das nicht cool finden, was du machst. So, aber das ist nicht mein Fokus. So, ich habe positive Energien, ich freue mich über Leute, die mir Props geben. So, und klar gibt es in der Vergangenheit Sachen, die ich heute anders machen würde, aber ich meine, so ist das Leben. Wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben im Jetzt. So, man muss aus Fehlern lernen, dadurch reift man. Und deswegen sage ich heute auch, ich könnte mich auch jetzt hier hinstellen und sagen, ey Leute, mein Album kommt jetzt raus, passt mal auf, hier ist noch eine ganz interessante Geschichte über den Herrn Bushido und über Shindy, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, so um die Klicks jetzt zu generieren. So, ich mache das aber nicht, weil ich will über meine Musik reden. Und wenn ich über meine Musik rede, dann geht das an die Leute, die mich so oder so supporten. So, ob ich mit Bushido im Krieg war oder mit Shindy im Krieg, ist doch scheißegal. So, im Endeffekt, am Ende vom Tag geht es doch um Musik. So, wie oft kommt ein Diss-Track raus und wie oft kommen normale Songs raus? Guck mal in der Relation her. So, du machst doch viel mehr normale Musik. So, und das müssen die Leute einfach mal verstehen. Also es ist ja im Prinzip aber schon so, dass das all diese Zahlen, die du eben angesprochen hast, ja, dann etwas sind, was du richtig gemacht hast. Insofern kann man die These ja wahrscheinlich doch unterstützen, weil sie jetzt auch die Möglichkeit gibt, um Musik zu machen, wie du sie machen möchtest. Denn das war ja wohl so das Credo dieses Albums. Das eine sind die Zahlen und das Materielle, ja, und den Status und den Lifestyle. Das andere ist, wie gesagt, einfach diese Sache mit deinem Kopf. Ja. So, und wenn du gewisse Sachen einfach in der Vergangenheit deiner Meinung nach einfach falsch entschieden hast und die heute anders machen würdest, so, dann kannst du nicht sagen, alles ist perfekt gelaufen. Okay. Verstehst du? So, du kannst es nicht sagen. Weil du sagst, okay, zwar habe ich heute das und das, was ich mir schon immer gewünscht habe, aber ich hätte vielleicht bei dem Angriff oder bei dem Angriff oder bei dem Beef früher hätte reagieren sollen, damit es gar nicht erst so ein Hate gegeben hätte, dass ich mich dann wirklich voll komplett in so einen Hardcore-Diss reinstürzen hätte müssen. So, vielleicht hätte man reden können. So, das meine ich damit. Deswegen bin ich nicht mit jeder Entscheidung zufrieden, okay, die ich in meinem Leben getroffen habe. Aber wie gesagt, das ist menschlich. So, wir sind doch keine Roboter, die programmiert sind, die von Anfang an seit ihrer Geburt keine Fehler machen. Was war denn effektiv dein größter Fehler, den du gemacht hast in deiner Karriere? Effektiv mein größter Fehler? Gut, ich will gar nicht jetzt auf das Thema hier Bushido lenken, weißt du, aber natürlich sind da Sachen passiert, die mir einfach nicht gefallen haben. So, aber ich... Man kann es ja ein kleines bisschen zusammenfassen, weil es ist viel drüber geredet worden, dass also schon in der Richtung so der größte Fehler deiner Karriere liegt. Fehler kannst du es auch nicht nennen, weil ich habe in der Zeit natürlich auch sehr viel Positives mitgenommen. Ja. Erfahrung über die Musikindustrie und alles. Ich glaube, dass im Leben alles so geschrieben ist. Okay. So, ob das perfekt geschrieben wurde. So, also für mich, also ich glaube, das ist alles so gewollt, so wie es passiert ist, aber ob du es selber perfekt findest, so wäre es besser ausgedrückt. Das ist wieder eine andere Sache. So. Stichwort Album und Stichwort Zahlen ist meine nächste These. Ein gutes Album ist wichtiger als ein gutes Social Media Business. Ein gutes Album ist wichtiger als ein gutes Social Media Business? Ja, definitiv. Genau. Ja? Mhm. Weil es gibt ja schon genug Beispiele auch in der Vergangenheit, wo im Zweifel YouTuber einfach durch gutes Social Media Business, so nenne ich es mal, einfach ein Album auch auf die Eins bringen, ohne dass man sich überhaupt am nächsten Tag noch an das Album erinnern konnte. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich für einen Rapper selber dann aber der so wie eine eigene Ohrfeige, ne? Mhm. Finde ich nicht. Nee? Nee. Warum? Kann ich dir ganz einfach sagen. Ich finde, YouTuber werden heutzutage viel zu sehr runtergemacht und angegriffen. Okay. So, und ich meine, klar, jeder sagt, ey, YouTuber, das ist so billig, ich kann mir auch einfach eine Kamera hinstellen und dann irgendwelche Beauty-Produkte vorstellen oder Pranks drehen, so, dann kann ich auch hier meine 50.000 im Monat machen. Okay, ja, dann wird es jeder machen. Ganz genau. Kurz, okay, ganz kurz. Dann mach's. Ja, mach's. Warte, halt deine Schnauze, rede nicht so viel. Mach's. Stell eine Kamera auf, setz dich in dein Kinderzimmer rein und bekomm Millionen von Abonnenten. Mach's, ich will's sehen. So, wenn du es nicht kannst, halt deine Schnauze. Ganz einfach. So, und natürlich
finde ich die meisten YouTuber wack von ihren Rap-Skills her. Definitiv. Ist wack. Aber lass sie doch ihren Spaß haben. Lass sie doch ihre... Also, wenn es deren Wunsch ist, auch mal Musik zu machen, warum nicht? Warum muss man die jetzt haten? Ja. So, weil sie jetzt... Weil man neidisch ist, weil die jetzt Millionen von Abonnenten haben. Lass sie doch ihrem Hobby nachgehen. So, ihr Hauptberuf ist YouTuber, aber die haben, wollen halt auch mal was anderes machen. Lass sie doch rappen. So, tut's dir weh? Nein. Aber dir ist halt das gute Album wichtig, oder? Ja, nicht definitiv. Also ich meine, die Musik ist das Fundament für alles. So später, wie du in Interviews über dein Album redest, wie du mit deinen Fans und Supportern redest, wie die das finden, das ist das Wichtigste überhaupt heutzutage. Trotzdem bist du, glaube ich, also nicht nur du jetzt generell, sondern allgemein so heute eine gewisse Generation an Künstlern und an Schaffenden durch eine unheimlich, ja genau, hier gehen gerade die Jalousien hoch oder so. Seid ihr sehr glücklich durch eine sehr hohe Followschaft auf Facebook zum Beispiel, eigentlich relativ autark zu sein? Also ihr könnt Entscheidungen relativ einfach treffen, ihr braucht bestimmte Medien wahrscheinlich gar nicht mehr, weil einfach ab einer bestimmten Größe an Followern ist der Support für ein Produkt eigentlich automatisch da, oder? Okay, ich sehe das aber anders. Ich benutze mein Facebook, um mit meinen Fans und Supportern zu kommunizieren. Ja. Ich benutze mein Facebook, um den Leuten auch zu zeigen, was für eine Person ich bin. Okay, ich poste zum Beispiel ein lustiges Video, okay? Ja. Wie irgendjemand vom Skateboard gerade hinbrettert und der sich davor aber über irgendeinen dicken Mann lustig gemacht hat. So, das zeigt aber was von meinem Charakter. So, dass ich schadenfrohe Menschen nicht gut finde zum Beispiel. So, oder ich poste ein Bild von irgendwelchen kleinen Pitbull-Babys. Das zeigt, dass ich Tiere einfach mag. So, alles, was ich aber poste, und sehen die Leute einfach, okay, die bekommen immer mehr was von meiner Persönlichkeit und meinem Charakter mit. Und dazu benutze ich Facebook. Aber natürlich ist ein Album und die Musik an sich tausendmal wichtiger als Social Media jetzt. Aber du kannst Social Media natürlich benutzen, um das zu promoten. Weil warum machst du Musik? Du machst Musik, damit es so viele Leute wie möglich hören. Mhm. So. Da kommen wir wieder zu diesem Bereich Mainstream. Wann ist was Mainstream? Verstehst du? Wenn jemand jetzt einfach die Musik macht, die er liebt und nicht irgendwie die Musik macht, um erfolgreich zu sein. Die Musik, die er liebt und die dann erfolgreich wird. Kann man dann sagen, er ist Sellout? Nein. Es ist einfach so gut, dass es der ganzen Masse gefallen hat. Und dann auf einmal wird gesagt, ja okay, aber der macht das so kommerzielle Musik. Aber am Ende vom Tag hat es doch den Leuten einfach gefallen. Ja. Weil es einfach so krass war. Wie viele Underground-Songs hatten wir schon, die einfach kommerziellen Erfolg hatten? So 1 Million Amerikaner haben das schon so gemacht. Ja. Auch Deutsche. Einfach, die haben den Song gemacht, den sie gerade gefühlt haben. Und der ist erfolgreich geworden. Sind sie deswegen Sellout und verkaufen den Arsch? Nein. Was für ein Gefühl war das, als dann dir aber Leute erzählt haben, dass du Social Media König mit 2,3 Millionen und mehr Fanreichstärke, Reichweite, also ich habe den Begriff nicht mehr so genau, aber als Justin Bieber und Rihanna und so. Hat er die Media Control ausgewertet? Ja, genau. Die Media Control wertet ja alles aus, alle möglichen Charts. Ja. Natürlich war das so für mich krass zu sehen, vor allem als ich gesehen habe, ich habe mehr Interaktion als Justin Bieber in Deutschland bei seinen Fans, nicht weltweit. Ja, okay. Wir reden ja nur von Deutschland. Ja. Das war natürlich schon krass und ich dachte mir, eigentlich wollte ich den Leuten bloß so zeigen, was ich witzig finde, was ich cool finde, was ich niedlich vielleicht finde oder was ich traurig finde, anhand von Sprüchen und irgendwelchen Sachen. Aber macht es halt Spaß. Ich meine, jeder von uns ist tagtäglich mit seinem Smartphone unterwegs und jeder von uns hat immer diese 5 Minuten in jeder Stunde, wo man nichts macht. Und dann guckt man in sein Handy rein und ich scroll halt rum und ich sehe halt immer irgendwas Passendes und denke ich mir, okay, einen Spruch finde ich schön, das ist eine Lebensweisheit, den Stunt finde ich komplett krank, dann poste ich das halt und der Traffic ist dann halt so krass hochgegangen, dass ich dann irgendwie auf der 1 gelandet bin, mehrmals schon bei der Media Control. Klar, ich wichse mir jetzt nicht einen drauf und sage, boah, ich bin jetzt Deutschlands Social Media König und ich mache mir jetzt irgendwie eine Krone aus Computerchips. So, das ist totaler Schwachsinn. Aber ich sage, okay, ist doch cool. Ich meine, wer wird sich dann über so eine Nachricht nicht freuen? Media Control hat mich angeschrieben und gesagt, ey, du bist hier 1 vor Rihanna und Justin Bieber, also hierzulande. Dachte ich mir, cool. Was kann ich mir davon kaufen? Ja, nichts. Ja gut, okay. Zweifel sind da bestimmt einige Marken immer sehr dankbar und versuchen jetzt immer ganz viel mit dir zusammenzuarbeiten. Und es gibt bestimmt eine Menge Anfragen, oder? Ja, ich kriege viele Anfragen, aber du kannst auch nicht aus einer Facebook-Seite eine Litfaßsäule machen. Ja. Natürlich habe ich Freunde, die Shisha-Cafés haben, ich habe Freunde, die Restaurants haben. Freunde, die Klamotten auch haben, wo einfach sagen, guck mal, okay, mir geht's nicht gut, mein Geschäft läuft nicht. Für dich ist es ein Post, kannst du mir helfen? Natürlich mache ich das dann. Ja. So, es nimmt doch mir von meinem Kuchen nichts weg. Ne? So, wenn mein Teller voll ist, warum soll ich ihm denn nicht mal diesen Post schenken?
Warum soll ich jetzt irgendwie sagen zu meinem Kumpel, ey, pass mal auf, ich poste jetzt was, aber dann habe ich 10% von deinem Restaurant. So, was ist denn für ein Schwachsinn? So, deswegen, man kann diesen Kanal ausnutzen, um was Gutes zu machen. Ich meine, wie oft habe ich Sachen schon gespendet mit irgendwelchen Stammzellen-Spendern? Und was, man kann was Gutes machen. Letztens wurde jemand gesucht, ich glaube ein 12-jähriges Mädchen. Ich habe das gepostet. Dann haben mir die Eltern geschrieben, dass sie von ihrer Freundin, also die ist nicht mal ausgereist, aber die ist einfach mit ihrer Freundin 2 Tage auf Tour gewesen. Die haben meine Seite gesehen, die haben meine Seite auch geliked und hat sich sofort bei ihren Eltern gemeldet, weil die gesehen hat, okay, das kocht über. So. Stark. Ja, und die war wieder zu Hause. Das heißt, du kannst doch diesen Kanal auch für was Gutes nutzen. So, du kannst damit lustige Sachen posten. Ich meine, wir leben doch gerade in dieser Social-Media-Welt. Aber es ist nicht mein Hauptfokus. Mein Hauptfokus ist Musik. Mein Hauptfokus ist einfach, ein Denkmal zu setzen. Und, ich hoffe, ein Denkmal zu setzen? Ein Denkmal zu setzen mit meiner Musik. Ja. So, also, wie gesagt, das ist ja wie ein Künstler, wenn er ein Bild malt. So wie er das Bild malt und in die Öffentlichkeit gibt, so bleibt es halt dann. So, da kannst du nicht später ankommen und sagen, okay, ich kritzel noch was rum, warte mal Leute, ich muss ihn kurz raus radieren. So ist es bei einem Song und der Song bleibt dann in der Öffentlichkeit. Und gerade im Zeitalter von YouTube wird nie wieder was verschwinden. Ja, einmal im Internet, immer im Internet. Ja. Und das ist auch cool. Es ist insgesamt dann ja auch eine ganz schöne Möglichkeit, den Leuten mitzuteilen, dass es ein neues Album gibt. Und sie haben es ja sicherlich auch alle mitgekriegt und es gibt erste Videos. Und Facebook selber ist ja, wie du es schon selber auch beschrieben hast, auch die schöne Möglichkeit für einen Künstler, sich im Prinzip so nah und so viel von einem zu zeigen, wie man selber möchte. Dann gibt es einen K1, der heute hier sitzt und der sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Und das Album heißt Der Junge von damals. Meine These dazu, der K1 von heute hat mit dem Jungen von damals gar nicht mehr so viel zu tun. Stimmt? Du hast mich schon für meine Thesen hier gerade. Nee. Ich sehe das durch die Sonne. Nee, gar nicht. So würde ich sagen, ganz ehrlich, ich breche das Interview ab und fahre jetzt weg nach Düsseldorf wieder. Okay. Ich finde das gut, dass ich auch mal kritische Fragen gestellt bekomme und nicht nur, AK, was ist denn gerade dein Lieblingseinkaufsladen oder AK, wann gehst du wieder in Urlaub und was sind deine Pläne für die Zukunft? Der heutige K1 hat mit dem Jungen, also mit dem Jungen von damals nichts mehr zu tun. Ja. So, ist falsch, ich begründe es ja auch. Der K1 von heute vermisst den Jungen von damals. Vermisst das unbeschwerte Leben, ja. Lebt in der Vergangenheit praktisch wieder. Ja. Und deswegen ist dieses Album sehr autobiografisch geworden. So, natürlich habe ich Erfolg, natürlich kennt man mich. So, alles kein Problem. Scheiß mal darauf jetzt. Ja. Aber betrachte doch mal die Kehrseite der Medaille. So, betrachte es doch mal aus dem Blickwinkel, dass ich zum Beispiel mit meiner Familie nicht mehr irgendwie in die Stadt gehen kann, weil zu viel Trubel dann kommt, wenn ich irgendwie an einem McDonald's oder H&M vorbeilaufe mit denen. Ich kann meiner Mutter nicht auf den Wochenmarkt gehen. Ich habe natürlich 1 Million Frauen kennengelernt, ja, aber wie viel von diesen 1 Million würden immer noch hinter dir stehen, wenn du alles verlieren würdest? Mhm. Natürlich hast du 1000 Kumpels. Wer von den Kumpels würde dich noch bei sich essen lassen, wenn du das alles verlierst, was du jetzt gerade hast? Die Leute sehen immer nur das Gute. So, die Leute sehen immer dieses riesige weiße Segelschiff im Hafen. Aber durch wie viele Stürme dieses Schiff gezogen ist, so, das sieht keiner. So, und das ist für mich einfach so ein Hauptaspekt, wo ich einfach sage, okay, damals war es schöner. So, ich bin wirklich Gott übertrieben dankbar für das, was ich bekommen habe. So, ich habe ihn damals angebetet, ich habe gesagt, ich will meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen. So, und es ist passiert. So, Gott hat mir diesen Wunsch erfüllt, ich bin gläubig. So, er hat mir diesen Wunsch erfüllt. Aber Gott hat mir auch gezeigt, dass das nicht alles ist. So, ich bin jeden Tag unterwegs, jeden Tag in einer anderen Stadt. So, was bringt mir denn praktisch ein teures Auto, eine super teure Uhr, irgendwelche Bitches? Was bringt mir das, wenn ich dafür meine Familie nicht sehe? Meine Mama wird nicht jünger, mein Vater wird nicht jünger. Ich sehe meine Brüder nicht aufwachsen, weil ich halt sehr viel unterwegs bin. Klar bin ich manchmal zu Hause, aber das ist natürlich alles so Sachen, wo ich sage, okay, ist es das alles wert? Oder sollte ich jetzt langsam zurücktreten und einen Gang zurückschalten? So, sollte ich wirklich jetzt einfach mal dankbar sein, dass ich jetzt 5, 6 Jahre hatte, wo ich wirklich sehr gut gelebt habe und wo alles cool war und ich eine gute Message verbreiten konnte und Leute animiert habe zum Feiern und zum Nachdenken und alles. Sollte ich jetzt langsam zurücktreten und mich der wichtigsten Sache eigentlich widmen, und zwar meiner Familie. Und, diese Gedanken hast du gerade? Diese Gedanken habe ich. Und deswegen, ich meine, wie kommt sonst ein Titel von Der Junge von damals zustande? So, und ich sage ja auch bei dem Song, die nächste Zeit mit den Liebsten, solange du kannst. Bei vielen hat sie gerade angefangen. Seid dankbar. So, die meisten, die Songs doch hören, die sind Jugendliche. Die sind von 14 bis 24. So, und
deswegen, das ist einfach mein Ding, wo ich an diese vermittle, wo ich sage, genießt das. Genießt das. Ihr seid gerade in der Schule, denkt nicht, das ist der Stress des Lebens. Also ihr müsst irgendwie von 7.30 Uhr oder 8 Uhr bis 2 Uhr mittags in die Schule und danach wird euer größtes Problem sein, mit welchem Kumpel ihr euch nachmittags trefft. Genießt diese Zeit, weil es werden noch ganz andere Zeiten auf euch zukommen und dann werdet ihr das vermissen. Diesen Moment, den ihr gerade als Stress bezeichnet. Und ich vermisse das. Ich vermisse das einfach zu chillen. Ich vermisse das wirklich als größte Sorge zu haben, ob ich mein Taschengeld früher bekomme. So, das sind einfach Sachen, die für jeden anderen ganz normal sind. Aber Sachen, die für mich einfach Luxus sind, wenn man seine Familie sieht. So, und wie gesagt, ich weiß, ich war, also hätte man das Interview jetzt vor 2, 3 Jahren geführt, irgendwie oder vor 2 Jahren, hätte ich doch ganz anders geantwortet. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, deswegen. Aber irgendwann hast du auch alles gesehen. Irgendwann hast du wirklich die schönsten Autos gefahren. Irgendwann hast du die schönsten Frauen gesehen. Irgendwann warst du auf den super krassesten Partys und hast die super coolsten Fashion-Labels irgendwie gerockt. Cool. Ich will nicht sagen, dass ich es bereue. So, weil ich finde, sonst wäre wieder dieses riesen Fragezeichen in meinem Kopf gewesen. Wie ist es denn, so eine teure Jacke zu tragen oder so ein cooles Auto mal zu fahren? Man muss das alles mal gemacht haben, um zu sehen, dass es Sachen gibt, die tausendmal wichtiger sind und dass diese Sachen in deinem Kopf einen so großen Stellenwert hatten, dass du die wesentlichen Sachen fast vergessen hättest. Deshalb der Junge von damals. Hätte der Junge von damals das auch schon so gesehen? Oder der war doch wahrscheinlich genau auf der Jagd nach all dem, was er eben Der Junge von damals hat nur Tupac gehört und NWA und CMW, MC8, Men is to Society, Boys in the Hood, Friday und war komplett auf diesen Film, das auch alles zu besitzen, was er bei 50 Cent bei In The Club sieht. So. Ja. Das war der Junge von damals, was aber auch nicht falsch ist, weil ein junger Typ braucht Ziele. Ja. Und wenn ein junger Typ einfach Statussymbole sieht, dann ist es auch wichtig, damit er seinen Arsch hochbekommt und arbeitet und nicht einfach wie ein Penner draußen rumhängt, dass die Eltern einfach sagen, ey, unser Sohn macht nichts. So, und wenn das eine Motivation für die meisten Jugendlichen ist, und das ist es ja auch, dann ist es auch was Gutes. So, wenn man jetzt aber die Jugendlichen auf diesen Weg bringt, dass man sagt, ich will es nicht wie ein Heiliger sprechen, aber wenn man die Jugendlichen auf den Weg bringt und sagt, pass auf, ich rap jetzt darüber, wie ich Flex verkaufe, wie ich Einbrüche mache und wie ich Leute ausraube und so zu meinem AMG komme, den ihr gerade im Video seht, dann belügst du diese ganzen kleinen Kids da draußen. So, wie gesagt, ich bin nicht so krass reif geworden jetzt, aber ich übertreibe auch in Songs. Ja? Ich komme auch an und sage, ja, wir köpfen die Flaschen, so, wir knallen irgendwelche Models hin und her, aber der Unterschied zwischen mir und vielen anderen Rappern ist, dass ich mich in ein Interview dann hinsetze und diese übertriebene Rolle, sage ich jetzt mal, die ich in Lieder mache, weil das ist Entertainment, nicht weiterspiele. Ich setze mich hin und sage, guck mal, du hast einen Traum. Ich kriege jeden Tag 1000 Mails. Du willst Fußballer werden? Super. Du willst Rapper werden? Super, mach das. Werdet Rapper und Fußballer, aber macht eure Schule zu Ende. Macht eure Schule zu Ende, weil dann habt ihr einen Abschluss in der Hand. Seid nicht so dumm wie so ein K1, der sich mit 23 ins Interview reinsetzt und sagt, ja, hier, Agro, Scheiße, kack auf alles, kack auf Schule, ich werde Rapstar. Seid nicht so dumm wie ich, weil es wird normale Leute geben, die sich über euch totlachen werden. Ja. So, und ich sag wirklich den meisten Kids heutzutage, heute lauft ihr auf den Schulhof bei der großen Pause und 200 Leute gucken euch an und lächeln. Wenn ihr keinen Abschluss macht, werden diese 200 Leute euch später immer noch angucken, aber nicht mehr lächeln, sondern auslachen. Weil der andere ist Bankkaufmann geworden, der andere Immobilientyp irgendwas, der andere Autoverkäufer, der andere Feuerwehrmann, die haben alle normale Berufe und du hast deinen Traum einfach versucht zu leben und es hat nicht geklappt. Und du hast dich bloß auf deinen Traum verlassen. So, du hast nichts mehr am Start. Und deswegen sehe ich mich einfach in der Verantwortung. So, scheiß auf die Leute, die mich hassen, die sollen es meinetwegen auch hören, vielleicht fühlen die das auch. Aber ich sag, man muss einen Plan B haben. So, die Musik ist die eine Sache, man kann gerne seine Lyrics übertreiben. Aber wenn ich mich als Gangster-Rapper jetzt, was ich ja nicht bin, in ein Interview setze, ja, wie 99% meiner Rap-Kollegen, und dann diesen Film immer noch weiterspiele, obwohl ich ein Haus irgendwie in einem Vorort habe von irgendeiner Großstadt, okay, und mit Kriminellen gar nichts mehr zu tun habe und Leute wirklich auf diese Bahn lenke, kriminell zu sein, um sich irgendwann diesen AMG SQP 63 leisten zu können, so, dann bin ich einfach asozial. Und dann habe ich keine Moral. Tut mir leid. So, dann setze ich mich hier lieber hin und sage, weißt du was, dann denkt ruhig, ich bin reifer geworden, aber ich weiß, das, was ich sage, ist das Richtige. So, ganz einfach. Inhaltlich ist das Album, wie du schon eben auch gesagt hast, natürlich auch auf die Kacke hauen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch. Es ist Rap. Gefühl, genau, gefühlvoll. Es ist Rap. Ich würde zusammenfassen, eben auch mit dem, was du eben schon genannt hast, nächste These, das Album ist irgendwie eine Hommage an die 90er Jahre. Von...
Also auf dem Song Der Junge von damals definitiv. Auch der Albumtitel definitiv. Das Artwork mit den Fotos definitiv. Ja. Was die anderen Songs jetzt betrifft, nein. Weißt du? Musikalisch natürlich zeitgemäß, ja, klar. Musikalisch zeitgemäß. Klar, bei dem einen oder anderen Song bin ich natürlich in der Vergangenheit, ganz klar, weil es ein Thema ist, was mich viel beschäftigt. Ein Thema ist, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich aber auch sage, wie ich daraus gelernt habe oder nicht daraus gelernt habe. Und was einfach so die letzten Jahre reflektiert. So, und wie gesagt, wir sind Rapper, wir neigen zum Übertreiben. Okay? Kollege, ja, das gehört Kollege, dazu. Kollege ist kein Zuhälter in echt. So, und Bushido ist auch kein Gangster in echt. So, verstehst du, Sido ist auch nicht jeden Tag besoffen. So, wir sind Rapper, wir übertreiben gerne und das macht auch Spaß, wir entertainen. So, natürlich ist jeder auf eine Art und Weise auch authentisch, weil jeder Rapper hat auch Sachen schon gemacht. Aber man muss aufpassen, wohin man die Kids lenkt. Ganz einfach. Und deswegen gebe ich Interviews. Ich gebe nicht Interviews, um zu sagen, jetzt, ey, pass auf, ich sitze jetzt hier bei Nico von Backspin. Leute, ihr müsst euch mal ein neues Album holen, weil ich habe so den Song da so gemacht und den habe ich so gemacht. Nein, ich setze mich hin und sage, guck mal, ich habe ein Rap-Album gemacht, ich habe Songs drauf, wo ich übertreibe, ich habe Songs drauf, aus denen ihr was lernen könnt. Bei den Songs, wo ich übertreibe, nimmt nicht alles zu ernst. Okay, und versucht auch eine gute Message mitzunehmen und versucht zu verstehen, dass Songs, bei denen ich übertreibe, dass es Unterhaltung ist, dass man die Punchline verstehen soll. So, und wenn ich das gesagt habe, kann man das Interview eigentlich schon abbrechen, weil die Leute wissen, okay, der Typ ist nicht verantwortungslos, ganz einfach. Zumindest wenn es ums Album selber geht. Ich denke, nach einer Kernmessage und einer Aussage zu suchen, da muss man eigentlich nur dir folgen und deinem Lifestyle beobachten, dann weiß man auch, was dieses Album auszudrücken hat, oder? Aber ein Lifestyle, der sich sehr gelegt hat, also gerade was das Exzessive zum Beispiel jetzt irgendwie widerspiegelt. Also da bin ich wirklich komplett ruhig geworden. Klar gehe ich noch feiern, aber nicht mehr jetzt irgendwie Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sondern hier ein, zwei Mal im Monat mit den Jungs auf cool. Macht immer noch Spaß, aber wie gesagt, es gibt andere Sachen im Leben, auf die man mehr Fokus legen sollte jetzt. Es sieht natürlich alles immer einfach aus. Ja. So, das sieht alles einfach aus, egal was du siehst. Du siehst einen Videodreh irgendwie mit Ferraris und irgendwelchen Autos. Weißt du, irgendwelchen Frauen, die da tanzen, ey, die Frauen mussten sich erstmal 9 Stunden stylen. Die meisten Autos bei den anderen Rappern mussten irgendwie, muss sich eine Woche vor drum gekümmert werden, ob Mercedes einen SQP raushaut, den sie fürs Video zur Verfügung stellen, wegen der Versicherung. So, das ist viel Arbeit, das sieht immer nur in dem Video so cool aus. Das ist das, was die meisten Leute nicht checken. So, aber wenn du jetzt mich fragst, ob mein Lifestyle harte Arbeit ist, ja, ist harte Arbeit. Es sieht cooler aus, als es ist. So, ich sitze gerade hier mit meiner Jacke mit Fell, dann mit einer Sonnenbrille und tue so, als wäre alles so easy. Dabei habe ich die letzten 4 Tage vielleicht gerade mal, keine Ahnung, 15 Stunden gepennt. Weil ich hatte gestern 20 Interviews, vorgestern 10 Interviews. So, ich bin gerade auf Promotour, ich hatte davor 3 Shows in Österreich. Fahre heute Abend wieder zum Dreh. Morgen muss ich auf die Rennstrecke, da drehen wir was. Am Donnerstag Videodreh wieder, Freitag Release Party. Das ist ein Klar, Leben. Wir schneiden Trailer. Wir schneiden Trailer und legen Musik drunter und es sieht voll cool aus, wenn K1 jetzt bei Nico bei Backspin sitzt, aber in echt ist es mit sehr viel Stress verbunden und wie gesagt, es ist ein Job wie jeder andere. Ob jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, Pakete austrägt und so, das ist genauso ein Job, wie es unser Job ist. Bloß unser Job unterscheidet das von anderen Jobs, dass wir halt in der Öffentlichkeit sind. Leute können sehen, was wir machen, aber die Leute gucken nicht diesen Paketträger zu, wie er seine UPS-Päckchen austrägt. Aber das ist genauso harte Arbeit wie unsere Arbeit. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich härter arbeite als jemand anders. Bloß ich arbeite halt auf meine Art und Weise und das ist einfach künstlerisch. Und der andere arbeitet halt mehr körperlich. Und verstehst du, der andere arbeitet halt komplett im Kopf mit irgendwelchen Architekturen und zeichnet Bilder und was weiß ich. Aber das ist alles Arbeit. Am Ende des Tages ist es ja dann trotzdem auch noch eine ganz schöne Seite. Definitiv, klar. Und das, was wir in unserem Genre haben und dann vor allem auch auf Rapper-Seite dann erleben können, ist ja dann doch das, was sich da draußen die Kids am meisten wünschen. Klar, aber die dürfen auch nicht vergessen, dass es ein Ziel ist, was man nicht so einfach erreicht. Ich sag jedem, der draußen rappen will, rappt, freestylt, probiert zu freestylen, dann fällt euch das Texte schreiben einfacher. Macht das, aber guckt, dass ihr trotzdem einfach die Schule weitermacht und einen Plan B habt. So, und das ist doch nicht verwerflich, wenn ich sowas sage. Ganz im Gegenteil. Das ist im Zweifel dann sogar die gute Nachricht für die 14-Jährigen. Ja, weil wenn es nicht klappt, hast du was. Ja. Du hast was am Start einfach, weißt du? Wie zufrieden bist du mit deinem Status und dem Respekt für dich als Rapper? Ich bin mit meinem Status sehr zufrieden. Ja? Ja. Was den Respekt von diesem Respekt vom, zu meinem Rappen, ja gut. Ich meine, ich weiß ja, was ich mache. Ich weiß, was ich mache, wenn ich auf die Bühne gehe, bei einer Hip-Hop-Jam oder bei einer Clubshow. Und ich weiß, wie ich kill. Ich weiß, dass mich auch viele, auch bei meinen eigenen Shows, unterschätzen, weil die denken, okay, jetzt spielt er irgendwie nur VIP.
und I Need a Girl und geht von der Bühne runter und auf einmal freestyle ich einfach 10 Minuten durch. Und da kriege ich meine Props. These ist dazu, K1 bekommt als Rapper nicht die Anerkennung, die er verdient. Vielleicht teils. Vielleicht liegt das Problem eher darin, dass die meisten Leute mehr heute auf Image schauen, als auf Rap-Skills. Und ja, ich meine... Aber ein Image lieferst du ja eigentlich auch dazu. Ja, definitiv. Aber dieses Hardcore-Gangster-Image ist einfach cooler. Mhm. Zu trainieren und jemanden vor seinem Haus irgendwie aufzulauern. So, das ist ja momentan cooler, als wirklich technisch zu rappen. Wenn es nicht so wäre, wie ich gerade sage, warum ist denn Jones mal nicht Millionär? Der wirklich technisch fast alles in die Tasche steckt. Also der einfach wirklich richtig krass ist oder ein Tone. So. Findest du insgesamt, dass heutzutage das zu kurz kommt, dass wirklich die Rap-Skills? Definitiv. Es wird sich viel mehr darüber irgendwie unterhalten, ob jemand jetzt, wie gesagt, eine Flasche vom Balkon geworfen hat. Weißt du? Ja. Ob jemand wirklich jetzt 5 Stunden da vorm Haus gewartet hat, ob jemand mit was für Eiweiß der trainiert und keine Ahnung. Was ja auch nicht schlimm ist, das soll man ja auch machen. Ich meine, wenn sich jemand in Form hält, ist alles cool. Weißt du, aber über Rap selber wird halt sehr wenig noch geredet. So, und über Punchlines und solche Sachen. Es geht viel mehr um Image, was halt schade ist. Klar hat jeder von uns sein Image. Jeder von uns hat irgendwie sein Image. Ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, braucht man ein Image. Das hat auch die Vergangenheit bestimmt bewiesen, weil gerade die Rapper in der Vergangenheit, die du auch ein bisschen beschrieben hast, wo vielleicht dann wieder die Schublade gefehlt hat, um sie reinzutun. Also man konnte sich das Bild machen. Aber jeder von uns hat sein Bild. Guck mal, jeder von uns hat sein Bild. So, Bushido war der Typ mit Alpha-Jacke, okay, mit Cordon Sport, mit Picaldi, mit Air Max, was sein Film war. Es war sein Film. So, Sido war der Junge aus dem MV mit Jägermeister und einfach der Assi-Deutsche. So, den man auch überkrass gefeiert hat, den man heute noch feiert. Weißt du, Azad war immer der harte Frankfurter, der erste Street-Rapper eigentlich überhaupt, dem man auch seine Props dafür geben muss, weißt du? Mhm. Crow, der hat halt die Leute, die gar keinen Stress wollen. So, einfach die... Viele die kleine Mädchen. Mädels, aber auch normale Studenten, normale Leute, coole Leute, die einfach auf Chill sind, die jetzt kein Gangster-Rap hören und auch kein Party-Champagner-Rap. So, ich meine, ich bin der Erste, der in Deutschland überhaupt dieses Marken-Rap-Ding gebracht hat. So, ich hab das praktisch etabliert hier. Wer hat denn vor mir über solche Sachen gerappt, richtig? Das wirst du mir keinen nennen können. Wer kam denn an mit diesen Filmen? Mit Belvedere, Moncler, ja, mit Versace, mit Gucci, mit D-Squared, mit was weiß ich nicht alles. Weißt du? Mir ist auf jeden Fall deine, ich glaube, gelbe Moncler-Weste im Rote. Bei dir war die Rote auf jeden Fall im Video direkt aufgefallen. Ja, aber so hat jeder von uns seinen Film. Jeder von uns hat Sachen, mit denen er assoziiert wird. Was ja auch cool ist. So, aber am Ende vom Tag muss auch lyrisch geliefert werden. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass der Rap im Vordergrund stand und heute halt dieses Image. Würdest du dir manchmal für dich selber vielleicht die alte Zeit eher zurückwünschen? Also ich habe gerade ein altes Video gesehen von 2009 von Samy Deluxe. Und Leute, ich lege euch wirklich ans Herz, guckt das euch an. Ich glaube, Samy Deluxe 2009, ich muss mal ganz kurz hier mein Handy rausholen, dann kann ich nochmal hier live für euch schauen. Samy Deluxe 2009 Splash 100 Bars. Ich gucke nur mal, ob es das richtige ist. Wenn ihr das seht, das ist gerade für die heutige Zeit, dann seht ihr mal, dass 90% der Rapper, die heute rappen, eigentlich Müll sind. Wenn ihr seht, wie Samy da schon gekillt hat, warte mal. Samy 100 Bars. Ey, das ist so episch. Und ich bin jetzt auch kein Fan von Samy, weißt du? Also, ich war damals so Fan von ihm, ich habe seine Mucke gefeiert, aber was er heute macht, das ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Trotzdem kriegt er meinen Respekt. Ja, genau, hier. Also Leute, schaut das euch an. Ich lege das euch ans Herz. Samy Deluxe 100 Bars, 2009, offener Brief, Splash. So, guckt das euch an und vergleicht das mal mit den Rappern, die heute aktuell sind. Und dann seht ihr, was Technik und Vokabular und Lyrik ist. Und guckt, über was der Herr da rappt. Also der ist ein super Beispiel dafür, wo du gemerkt hast, dass in der öffentlichen Wahrnehmung durch ein Projekt wie Herr Sorge oder vielleicht auch dann das nächste Album danach, die Leute sich auf einmal von einem abgewendet haben, der ja zweifelsohne zu den größten MCs in der Geschichte dieses Landes gehört. Samy ist halt das super Beispiel dafür. Und da sind wir dann auch wieder bei dieser Imagefrage. Ich meine, natürlich, aber auch Kool Savas auch. So, Kool Savas hatte jetzt auch kein Gangster-Image oder Playboy-Image oder irgendwas. Der hat ein Rapper-Image. Ja. Das Uninteressanteste eigentlich für die Leute heutzutage, also sage ich mal für die Masse, weil die sagen, boah, der trainiert ja nicht oder der ist jetzt kein Gangster und schlägt jemanden. Aber darauf kommt es doch eigentlich im Rap an. Guck mal, wie Savas rappt. So, ich sag das ganz neutral. Guck, wie Savas rappt, das ist Rap. Guck, wie Samy Deluxe rappt, das ist Rap. Mhm. Guck, wie ein Tone, ich weiß nicht, ob er immer noch rappt, aber guck, wie ein Tone rappt, das ist Rap.
So, auch ein Curse, das ist Rap. So, warum hackt man auf Curse rum? Warum? Weil er keinen Rücken hat von der Großfamilie. Verstehst du? Ja. So, deswegen hackt man auf Curse rum, weil er sich nicht wehren kann. Man geht immer auf die Leute, die sich nicht wehren können. So, warum hackt man auf einen K1 zum Beispiel rum? Weil er keinen Rücken hat, weil er keinen Rücken mehr bezahlt. So, ich habe keinen Rücken. Deswegen geht man auf einen K1. Du bist komplett alleine unterwegs? K1, natürlich bin ich alleine. Deswegen kommt ein K1 auch nicht mit 200 Leuten. So, man geht immer auf die Leute ohne Rücken. Battle, sollen sich doch mal die richtigen Gangster-Rapper mit den Gangster-Rapper battlen. So, mach's doch mal so. Warum denn immer Leute erwähnen wie Curse? So, oder was weiß ich, absolute Beginner. Oder Ferris MC oder keine Ahnung, weißt du? Zwei verschiedene Hochzeiten am Ende, da magst du schon recht haben. Ja, deswegen, ich meine, klar, vielleicht gibt es auch zwischenmenschliche, ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht, was mit Ferris MC und Farid zum Beispiel war. Vielleicht war der auch frech, der Ferris, keine Ahnung, weißt du? Gib mir trotzdem meine nächste These, über die ich mit dir reden wollte. Beef ist die beste Promo. Leider, ja. Leider, ich find's schade, weil ich hasse Beef. Ich hasse Beef mit Bushido. Okay, ich hasse jeden Beef. Ich finde, es muss nicht sein. So, eigentlich könnte man vieles mit einem Telefonat klären. Ja. So, man könnte einfach sagen, pass mal auf, ohne dass jetzt mein Rücken und dein Rücken jetzt irgendwie in einem Café da irgendwie zusammensitzen. Ich meine, guck mal, da sitzen irgendwie zwei 50-jährige Leute von irgendwelchen Clans, die mit Rap gar nichts zu tun haben und reden dann darüber, wie sich die Rapper gestritten haben. Hallo? Alter, klärt das doch untereinander. Klärt das. So, ist doch kein Problem. Klärt das doch für euch. Und deswegen, also das war jetzt ein generelles Beispiel. Beef ist eigentlich behindert. Ich glaube, so, wenn es sein muss, warte ganz kurz, wenn es sein muss, so, dann muss es sein. So, ich will mich auch nicht in diese ganzen anderen Sachen reinmischen. Ich finde aber halt, und das darf ich auch sagen, dass ich es schade finde. So, ich finde es schade, dass es halt immer in Beef und dass Eltern mit reingezogen werden, wie bei Bushido und mir, weißt du, ich finde, das muss nicht sein. Aber wenn man halt einen so lange provoziert, ist ja klar, zum Schluss bin ich auch ausgetickt. So, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir auch, Mann, warum musste das alles sein? Warum muss man sich so krass bekriegen über mehrere Jahre und hin und her? Weißt du, ich meine, momentan ist Waffenstillstand. Von denen kommt nichts, also kommt von mir auch nichts. Wenn was kommt, kommt von mir was zurück, ganz klar. Aber ich will es nicht. So. Das Signal, das da draußen für die Leute daraus entsteht, finde ich immer so eher so den kritischen Punkt, denn wenn wir dann wieder ein bisschen in der Rap-Vergangenheit rumlaufen und alte Rap-Battles, dann war es, also Azad Sammy Deluxe, das war dann schon ein Battle auf ein Rap-Battle, auch Savage gegen Echo, das war auch eine sehr persönliche Sache, aber trotzdem ist es so auf Rap-Ebene alles ausgetragen. Guck mal, das war alles worden. Auf Rap-Ebene, sorry, wenn ich die reingrätsche. Das war alles auf Rap-Ebene. Lass mich ausreden, verdammt. Hör zu! Nein, das war alles Rap-Ebene. Ja. Ich meine, die meisten Kiddies da draußen, die wissen gar nicht mehr, wie das damals war. Azad hat sich mit Sammy gebieft. So, und das, ich meine, Azad, so weiß jeder selber. So, der Typ ist ein Monster, der hat Monster hinter sich und trotzdem ist es eine Rap-Ebene. Und trotzdem ist eine Rap-Ebene geblieben und Azad hat einfach sein Mann gestanden und als Rapper das geklärt. Ja. So, und das habe ich halt einfach so krass gefeiert damals. Und auch bei Savas schon Echo. Es wurde mit Rap geklärt. Ich finde nämlich dann heute, ist es schon ein gefährliches Signal häufiger mal, wenn dann zu viel... Heute werden Leute mit reingemischt, die mit Rap nichts zu tun haben. Und bloß weil Rapper sich streiten und wie gesagt, dann passiert irgendwas, das ist traurig einfach. Die Entertainment-Ebene ist sehr hoch, das ist dann wieder was, was dafür spricht. Im Endeffekt freuen sich dann die ganzen Leute im Internet. Ja. Aber ist auch nicht cool, was gerade passiert. Also man müsste es wieder klassisch, ne? So wie es ja auch mittlerweile in den letzten Jahren sich immer weiter herausgearbeitet hat, wirklich wieder auf klassischer Rap-Battle-Art klären. Sollen alle Rapper kommen, alle Rapper in Deutschland. Alle, die Streit haben, die Freunde sind alle. Ja? Ja. So, wir machen eine Jam, eine Riesen-Jam. So, jeder, der dann ein Problem hat, okay, weißt du was, stell dich auf die Bühne. Wenn du nicht freestylen kannst, kein Problem. Du kriegst den ganzen Nachmittag Zeit, schreib dein 16er runter, battle euch alle und danach verlassen wir alle das Ding, okay, fertig. Ja, pass auf, da kommt nämlich meine nächste These noch wieder her, die quasi fast so ein Wunsch gewesen ist aus Kommentaren. K1 macht 2016 noch ein Live-Battle mit. Ein Live-Battle? Ja. Freestyle, geschriebene Texte, irgendwas in dieser Art. Okay, aber dann auf meine Art und Weise, weil, ich sag dir auch warum. Angenommen, ich sage, ja, ich mache das, dann hat derjenige, der das jetzt gerade sieht und sich bewirbt, irgendwie jetzt schon Zeit, sich vorzubereiten und wird 1 Million Lines schon aufschreiben, die er dann später in einen Freestyle reinhauen wird einfach, okay? So, wenn, dann machen wir das wirklich spontan. So, wir beide machen was aus
Und dann nehmen wir uns, was weiß ich, 20 Rapper, okay, die gar nicht wissen, dass ich komme. Und dann, wenn wir sagen, okay, aber auch gute Freestyler. Und dann, wenn wir sagen, battlen wir. Aber dann bist du ja vorbereitet. Was denn? Dann nein, du, ja. du wirst mir die Gegner ja nicht zeigen. Okay. So, dann ist es nur fair. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay Leute, ihr könnt euch qualifizieren für ein Battle gegen K1, ist ja klar, dass man sich 1 Million lustige Lines gegen Asiaten oder was weiß ich. Oh. Das ist nicht mehr fair. Das muss ganz, ganz wirklich real sein. Müssen das immer bekannte Rapper sein oder können das auch total unbekannte sein? Das können bekannte sein, das können unbekannte sein. Denn der entscheidende Punkt ist ja immer der, dass die meisten Angst heute auch Angst vor Battles haben, weil sie Angst haben, Gesicht zu verlieren, wenn sie nicht auf Augenhöhe stehen. Ja, aber guck mal. Deswegen wurde ja Lars Unlimited sehr dafür gefeuert, dass er sich da okay, dann verliere ich zum Beispiel ein Battle. Okay, kein Problem. Ich weiß aber trotzdem, dass ich hardcore krass freestyle. So, du kannst doch nicht immer gewinnen. Aber dann habe ich mich wenigstens der Herausforderung gestellt und gesagt, weißt du was? So, der Nico hat mich gefragt, ich habe ja gesagt. Ist doch kein Problem. Dann battelt man. Solange Eltern rausgelassen werden, ist doch kein Problem. Ja, gut, bei einem echten Freestyle-Battle ist wahrscheinlich spätestens in der 4. Zeile die Mutter mit dabei, weil sie es wieder vergessen, weil sie nichts mehr zu sagen haben. Nein, also das ist das Einzige, wo ich so sage, okay, das kann, weißt du, das muss rausgelassen werden. Ansonsten beleidige mich, das ist ja nur Punchlines, weißt du, ist ja kein Problem. Aber die dürfen über mich nicht Bescheid wissen und ich darf auch nichts über die Gegner wissen. So, hol mir 20 Rapper, ist kein Problem. Okay. Aber es muss real sein und es muss echt sein. Da darf nichts geskriptet sein und inszeniert. Es muss wirklich für beide Seiten aus eine Überraschung sein. Und dann wirst du sehen. Dadurch, dass wir jetzt hier schon besprochen haben, wird es schwer, da eine Überraschung draus zu machen. Aber ich denke mal drauf rum. Mal gucken. Es wäre wirklich mal eine Herausforderung, weil bisher sich die wenigsten großen Rapper messen wollen. Also wenn, dann halt in Diss-Tracks zueinander, aber nicht im wirklichen Battle. Woran liegt das? Dass sie Angst haben, sich zu battlen? Ja. Du hast doch vorhin schon die Frage beantwortet. Die haben Angst, Gesicht zu verlieren. Ja. So. Ich finde es schade. Ich meine, ich würde gerne gegen einen Sammy Deluxe battlen. So. Weißt du, Leute, vielleicht sogar fast noch theoretisch möglich, weil so, der ja eigentlich ähnlich tickt. So, Hip-Hop-Battle, nicht Eltern beleidigen. Ja. Einfach so, Punchline für Punchline, cool. Ja. Keiner von uns würde als Verlierer richtig rausgehen. Vielleicht würde der eine mehr Punchlines bringen, kein Problem. Ja. Leute fragen auch, warum hast du gegen PA und Fahrt nicht gefreestylt? Weil zu der Zeit, ich habe das auch schon mit denen geklärt, weißt du, wir sind alle cool miteinander, alles easy. Aber zu der Zeit war es Spannung. Und da macht auch ein Battle keinen Spaß, wenn da wirklich Spannung ist auf der Straße, ja, weißt du? Ist nicht cool. So, aber da ist auch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Weißt du, Grüße auch an die Jungs. Also, so, man kann coole Battles machen, aber wirklich Spaß-Battles. Und nicht ernst, pass mal auf, ich stehe hier gerade mit 20 Arabern vor deiner Tür, komm raus, wir haben eine Kamera dabei, halt die Fresse ist auch dabei. Und jetzt wirst du sehen, und man denkt, okay, wenn man den zu krass beleidigt, dann gehen die auf einen drauf, die Leute. Ja. So, ist nicht cool. Wenn, dann auf die alte Schule. Ja, dann ist wahrscheinlich die nächste Frage immer die nach der Gage und das ist das, was dann auch... Ich scheiß auf Gage. Ja, also wollte ich gerade sagen. Okay, wenn du das machst, ich scheiß auf Gage, ich komm. Ah, alles klar. Das nehm ich auf jeden Fall mit auf, da denke ich mal eine kleine Sekunde drüber nach. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Aber nicht, dass du dann 30 Euro Eintritt machst und dann danach Malediven fliegst und so. Nein, überhaupt nicht. Nee, ich bin dann auch eher ein Freund davon, dass solche Dinge mal passieren. Und man müsste sich vielleicht mal einen Rahmen überlegen, in dem es mal passiert. Und gerade Rapper mit einem Status und mit einer bestimmten Größe haben immer Angst davor, ihr Gesicht zu verlieren. Auf mich kannst du zählen. Also, wie gesagt, ich probiere natürlich auch andere Freunde noch zu animieren. Ja. Aber wir denken mal ein bisschen drauf rum, mal gucken, was daraus werden kann. Manuels müsste eigentlich battlen. Das wäre geil. Ja. Das wäre dann sogar theoretisch wahrscheinlich auch. Ey, der ist Maschine. Ja. Ich meine das ernst. Ja, das meine ich auch. Also, weißt du, das ist Hardcore. Der, oh, es wächst gerade. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall was draus machen. Wenn der Bar schreibt, ist vorbei. Also der macht halt auch wirklich wie diese Amis, diese One-in-One-Battles und so. Ja. Also der ist richtig Hardcore. Und ich merke schon, kriegst langsam Bock drauf, ne? Ey, wäre jetzt hier richtig Open-Mic-Session, so mit Feeling und Bam, so Festival, ich würde zerstören jetzt. Aber mir macht das ja auch Spaß. Ich mache das ja nicht des Geldes wegen oder so. Also gerade dieses ganze Hip-Hop-Freestyle-Ding, sondern ich lebe das. Weißt du, ich lebe das. Und wenn ich gerade im Fernsehen irgendwie bei RTL 2 zu sehen war oder RTL exklusiv und danach im Auto bin, drehe ich einen Beat auf. Manchmal, wenn ich 5 Stunden zu fahren habe, am Bodensee runter, freestyle ich manchmal 2 Stunden einfach. Egal. Es trainiert. Es trainiert und es macht Spaß. Ich habe letztens auch einen gebettelt an der Tankstelle, kam da so ein Inder zu mir. Sagt zu mir, ey, komm hier, lass mal battlen. Ich sage, ey, komm, nicht böse gemeint, aber ich bin so krass müde, bitte lass mich einfach in Ruhe. So, ich habe keinen Bock, wir können gerne ein Foto machen. Ich will kein Foto mit dir machen, battle. Du hast gesagt, du battlest jeden. Ich sage, okay, habe ich gesagt, aber ich habe keinen Bock jetzt. So, ich darf hier wohl auch mal keinen Bock haben, jetzt hier nachts an der Tankstelle hier Freestyle-Battles zu machen. Ja, ich habe es gewusst, du hast nichts drauf. So, das war so klar, du bist so arrogant und hin und her. Ich bin so kurz am Nachdenken. Tank war so voll. So, warte mal, komm mal zurück.
Er stand da irgendwie mit seinen Kollegen, hat geraucht, weißt du? Jetzt kommen wir zurück. Okay, aber du wolltest mich herausfordern? Fang an. Zeig, was du drauf hast. Dann hat er halt irgendwas gemacht, das war wirklich Bullshit. Ich bin einfach mal kurz auf so 3 Minuten durchgedreht. Also ich war so wütend. Dann hat er gesagt, okay, so, Props, cool, so, geil, Alter, ich feier dich. Wir haben die Basis, wir können mal überlegen, wie wir das machen. Aber das machen, ja. Die anderen Steine hast du mir eben auch schon zugeworfen, denn es gibt ja auch aktuell etwas im Fernsehen, worüber man reden kann bei dir. Und ja, die Nachrichten sind ja von, es geht los, bis hin jetzt zu den Einschaltquoten und so, dann halt auch manchmal nicht so positiv. Deshalb meine... Die letzten 2 Quoten waren, sorry. Ja, nee, kannst du jetzt direkt auf reagieren, Sängerin gesucht war ein Flop. So, die letzten 2 waren von den Quoten her schlecht, ja, waren auch ein Flop, definitiv. Ich will mich auch gar nicht dafür entschuldigen oder das jetzt verteidigen, aber man darf nicht vergessen, welchen Sendeplatz ich bekommen habe. August, Olympia ist gelaufen und wir sind mitten im Sommerloch, alle sind im Urlaub. Also das ist eigentlich so der schwächste Monat, wenn man eine Sendung rausbringt. Und die Sendung ist ja schon seit einem Jahr abgedreht. Also die hätte ja schon längst kommen sollen, die wurde 2-mal verschoben. Trotz allem will ich mich jetzt nicht irgendwie jetzt hier entschuldigen und jetzt nach Ausreden suchen. So, die Sendungen sind nicht gelaufen, aber die Sendung gestern ist gelaufen, die Quoten sind gut. Und ich bin heute Morgen wirklich aufgewacht und gedacht, ey, Gott sei Dank, weißt du, gut, dass es jetzt wieder bergauf geht. Aber hast du recht, die ersten 2 sind nicht gut gelaufen, aber wie gesagt, ey, muss auch mal ein schlechter Verlierer sein. Mein Gott, dann sind die halt nicht gut gelaufen. Aber ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch schon allein schön, dass 400.000 Leute eingeschaltet haben. 400.000 Leute von meinen Supportern, die sich gesagt haben, ich ziehe mir das jetzt da einfach 1-2 Stunden rein, wie der mit seinen Jungs, mit Elgin allen auf Ibiza ist und einer Sängerin probiert, den Weg ins Musikgeschäft ein bisschen zu ebnen. Ist doch cool. Ich meine, da gibt's, bei uns gibt es keine Knebelverträge, es gibt gar nichts über anderen Formaten. Und mein Gott, dann haben halt 200 oder 300.000 Leute zu wenig eingeschaltet, damit wir eine coole Quote in der Presse hätten. Mein Gott. Der Begriff Flop in diesem Zusammenhang hängt ja meistens an allererstes auch immer an den Einschaltquoten, die dann ja auch so berechnet werden, wo man immer noch nicht so ganz weiß, ob das überhaupt alles auch Sinn ergibt, weil das ja ein paar tausend Geräte, glaube ich, in Deutschland sind. Nicht, gar nicht. Und deswegen beantworte ich dir die Frage auch gern. Ich freue mich wirklich über 400.000, die bei einer Sendung eingeschaltet haben, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, boah, cool. Bist du denn inhaltlich voll zufrieden mit dem Format? Das wäre dann die zweite Frage. Nee, das auch nicht. Also wir haben sehr, sehr viel krass lustige Sachen mit LG auch gedreht, die dann nicht genommen wurden. Warum? Ja, also jeder, der LG kennt, der kann sich ja was selber beantworten. Ich fand es selber witzig. Ich fand es sehr, sehr witzig. Aber das war nichts fürs Fernsehen, oder? Ich finde schon. Ja. So, ich feiere auch LG Hardcore, ist für mich der größte Entertainer. Und LG ist so ein bisschen vergleichbar mit so einem bösen Präsidenten, der so einfach so Atomwaffen hat. So, der würde dir jetzt niemals einfach so irgendwas machen, aber wenn du mit dem fickst, okay, dann fickt er dein Leben. Ja, der hat schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass er auf jeden Fall ganz gut austeilen kann. Und deswegen, so. Und dann hast du ihn auf die armen Mädchen losgeschickt. Der hat so geile Sachen gemacht, hätte man die gesendet, ich schwöre es dir, da wäre eine Einschaltquote von 2 Millionen passiert. Ja. Guck mal, was passiert ist beim Da Vinci Code. Ja. Ich meine, ganz Deutschland hat das verfolgt. Das ist ja auch gezeigt. Schon ein harter Tobak, ne? Da Vinci Code? Ja. Solche Sachen. Ja, gut, aber was man auch sagen muss, du wirst mir niemals einen nennen können, den LG einfach so fertig gemacht hat. Da gab es immer eine Vorgeschichte, weil jemand ihn irgendwie provoziert hat oder irgendwas. LG ist kein schadenfroher Typ, der jetzt irgendjemand einfach so runtermacht. Das ist immer eine Reaktion von ihm. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Reaktion zu hart. So, das ist schon hartes Zeug, was er macht. Aber er ist kein böswilliger Typ. So, ich kenne ihn, der ist einer meiner besten Freunde. Und wie gesagt, das ist immer eine Reaktion. Wenn jemand meint, dass er irgendwie LG ficken müsste, so, dann dieser Typ kann einfach dein Leben zerstören. Es macht halt auf jeden Fall Interesse auf die Outtakes, von denen du ihm beschrieben hast, dass sie nicht in der Sendung waren. Ich meine, das, was er da gemacht hat. Das ist Hardcore, ey. Das ist einfach ein Genie, der Typ. Und das ist so krass Entertainment. Deswegen schade. So, das hat mich halt inhaltlich so ein bisschen enttäuscht, dass man so das Lustige so ein bisschen rausgenommen hat. Und, was macht die Siegerin? Die Siegerin mit, also da werde ich mein Wort halten, wir werden einen Song zusammen machen und wenn man sich danach weiter versteht, dann kann man noch längerfristig zusammenarbeiten. Das wenn das sehen. Schon so lange her ist, dann müsste es ja eigentlich irgendwie schon längst mal durch, weil ich weiß, ich gebe jetzt auf den Zug. Das Finale kommt ja noch. Ja, aber ich weiß, jetzt irgendwo kommt doch sowas vielleicht trotzdem mal zum Vorschein oder hält sie bisher still und niemand weiß, wer sie ist. Nein, das Finale kommt ja noch.
Ja, aber es ist ja schon abgedreht. Achso, das ist noch nicht abgedreht, das Finale? Ah, okay. Siehst du, deswegen erklärt es. Ich dachte, das ist alles schon komplett fertig. Das kommt jetzt. Okay, alles klar. Wo ist das dann live, oder? Ja, so eine Art. Ja? Ja. Fast. Wie fühlt sich so an als Juro? Ich bin ja kein Juro mehr. Ja, oder dann als... Das ist ja auch keine Castingsendung. Im Endeffekt, wir haben uns ja auf die Suche gemacht nach einem Mädchen, was einfach krass singen kann, was wir in unser Team irgendwie reinigen. Ja gut, aber im Zweifel, ja stimmt, hast du recht. Ne? Also. Falsche Vokabel von mir, aber du triffst ja schon die Entscheidung und machst Daumen hoch rauf, Daumen runter bei dem Mädchen. Und dann, ich sag meine persönliche Meinung einfach. Ich sag, okay, fließen da die Tränen. Passt uns ja. Aber ich war jetzt keine asozial. Ich habe jetzt keine irgendwie rausgeschmissen, weil sie irgendwie hässlich war. Ich habe keine weitergelassen, bloß weil sie gut aussah, sondern ich habe wirklich, da kann mir echt keiner sagen, irgendwie, du hast jetzt nur Topmodels da reingenommen. Ich habe echt probiert zu selektieren. Die eine oder andere hat leider oft verkackt, weil natürlich auch dieser krasse Druck da war. Ja. Aber ey, Mann, guck mal, ganz ehrlich jetzt, warte. Ganz ehrlich jetzt, im Ganzen, ja, wirklich im Großen und Ganzen. So, sind wir einfach 10 behinderte Jungs, die in Urlaub geflogen sind, die probiert noch haben, einer Sängerin die Möglichkeit gegeben zu singen oder immer noch die Möglichkeit geben. Ja. So, wer wäre denn nicht einfach so jetzt mal 2 Wochen nach Ibiza geflogen? Okay, auf Kosten von in eine Villa, die 50 Millionen Euro kostet, okay, die extra dafür gemietet worden ist, auf Kosten von der Produktion und einfach eine gute Zeit haben und versuchen, was Cooles zu drehen und den Leuten draußen zu sein. Guck mal, so leben wir Rapper und so unterstützen wir auch Newcomer-Talente. Ich meine, ey, das wird so groß gemacht wieder in den Medien. Warte, die Quote war nicht gut. Genau, warte, aber hast du ein Problem damit oder hast du das Gefühl, dass man, wenn man mit dir negative Dinge passieren, dass sie sich auch bewusst immer die negativen Dinge nehmen und dann sich dann festhalten? Ja, aber das ist ja einfach so. Warum ist denn die Bild-Zeitung das erfolgreichste Blatt in ganz Deutschland? Weil da drin steht zum Beispiel, Igel vergewaltigt Pfarrer. Und du denkst, das kann gar noch gar nicht sein. Wie soll das gehen? Und natürlich klickst du drauf. Ja. So. Und dann sieht man einfach irgendwie einen Pfarrer, der gerade am Schlafen ist, einen Igel, der auf seinem Gesicht liegt. Und daraus wurde dann halt gemacht, Igel vergewaltigt Pfarrer. So. Aber das funktioniert einfach. Die Leute sind skandalgeil. Und deswegen funktioniert auch sowas. Ne? Die Leute wollen lieber einen Skandal haben als was Schönes. Ich gebe dir das beste Beispiel. Ich kann jetzt zum Beispiel mit einem Album Gold gehen. Okay? Ich meine, ich bin mit keinem Album Gold gegangen. Die meistverkaufte Scheibe, die ich hatte, waren VIP. Das waren über 100.000 verkaufte Singles. So, mit Rich Kids habe ich jetzt, glaube ich, 96.000, 97.000. So, ich könnte mir jetzt auch die 4.000 kaufen und dann sagen, wow, ich bin Gold. Ich würde es aber niemals machen. Entweder kaufen die Leute 100.000 und wenn ich dann 99.000,9 verkauft habe, dann habe ich halt Pech gehabt. So, ich werde aber niemals ein Album von mir selber kaufen oder irgendwas shippen. Werde ich nicht machen. So. Und wie gesagt, ich könnte jetzt ein Goldalbum haben und dann gehe ich zur Bild-Zeitung, okay, oder zu irgendeinem anderen Blatt und könnte sagen, ey, pass auf, habt ihr schon mitbekommen, oder? Ich bin Gold gegangen. Machen wir jetzt einen fetten Artikel vorne auf dem Cover. Okay, und wo ist jetzt die Schlagzeile? Hallo, ich bin Gold gegangen. Ja, okay, aber was ist passiert? Hast du im Studio irgendwie eine geschwängert oder war da eine Schlägerei vor der Aufnahmekabine? Nein, ich bin Gold gegangen. Ja, tausende Leute gehen jeden Tag Gold. Interessiert uns nicht. Was ich damit sagen will, die Leute, gerade von den Medien, die sind sensationsgeil. Denen reicht das nicht mehr, einen erfolgreichen Künstler zu haben. Die Story muss stimmen. Und das ist das Traurige. Das ist das Traurige, aber wie gesagt, manchmal gibt man denen halt doch dann das Futter, weil man einfach sagt, wisst ihr was, ihr wollt was zu schreiben, dann gebe ich euch was zu schreiben. Und man belächelt das Ganze dann. Dann noch man darf so das alles nicht so ernst nehmen, Nico, wirklich jetzt. Also, ja, die Leute sind so voll verstrickt drin, dass man sagt, boah, Skandal, Quoten, das, bam. Mann, Alter, wir leben alle noch, wir machen alle noch durch Musik unser Geld. Ein Bushido, ein Sido, ein Azad, ein Kool Savage, ein Sammy Deluxe, ein Crow, ich, Haftbefehl, Rata. Jeder von uns hat doch 1 Million Skandale schon gehabt. So, und trotzdem lebt jeder jeden Tag weiter. Guck mal, was Bushido gesagt hat bei dem einen Interview. Was hat er gemeint? Als er über meinen Diss-Track da mit Jay-Z gesprochen hat, wo er gemeint hat, hier, ich habe Jay-Z kaputt gemacht mit dem Diss-Track, weißt du, obwohl ich halt sein Feind bin und er natürlich eher die Sympathie für Jay-Z hat, muss er mir da die Props geben, irgendwie so war der Satz. Er hat selber auch gesagt, auch nachdem mein Diss rauskam, heutzutage kann man niemanden mehr kaputt machen mit einem Diss. So, du kannst niemanden zerstören. Wie krass war damals das bitte Urteil von Savage? Wie krass war denn das? Und Leute dachten, Echo wäre tot. Echo ist aber nicht tot. Echo ist heute immer noch am Start und macht seine Musik. So. Er hat schon, also es gibt schon also Beispiele dafür, die arg daran gelitten haben, ein paar Jahre. Okay, ich habe auch daran gelitten bei Leben und Tod des Kenne Glückler. Ja. So, und nach Tag des jüngsten Gerichts hat auch ein Bushido gelitten. So, egal ob es öffentlich sagt oder nicht, aber das sind doch eklige Wörter, die geflogen sind. Von ihm aber genauso.
Von uns allen. Jeder von uns, der einen Diss-Track irgendwie gemacht hat, von dem sind eklige Wörter geflogen. So. Ich merke schon, du versuchst insgesamt eine sehr positive Energie gerade bei dir zu schaffen. Ne? Also ich versuche einfach den Leuten zu vermitteln, dass sie das alles nicht so ernst nehmen sollen. Dass kein Rapper beerdigt wird. So, weder ich, noch ein Bushido, noch ein Echo, noch ein Savage, egal wer. So, wir machen alle Musik. Und klar, man trägt einen Image-Schaden vielleicht davon. So, und kriegt dann mal einen Hate ab auf der Facebook-Seite. So, aber am Ende vom Tag leben wir alle von der Musik immer noch. Und wir sind alle am Start. Jeder. Der eine hat mehr und der andere weniger. Aber ist doch egal. Lass doch mal endlich wieder Musik machen. Lass doch Kunst machen. Schick mir 1 Million Demos. Ich höre sie mir an. Schick Kool Savas 1000 Demos. Verstehst du? Lass uns Musik machen und nicht immer auf dieses Diss, auf dieses Beef-Ding abzugehen. Hört euch die 100 Bars von Samy Deluxe an. Splash 2009. So, Leute, hört euch das an. Und dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Weil ich glaube, alles, was ich gerade sage, hat er verpackt hier in seinen 100 Bars. So, und da muss man ihm einfach Props geben. Da muss man ihm Props geben. Und ich vermisse diese Zeit von Rap und Hip-Hop, wo man sich nicht die ganze Zeit beleidigt und gebieft hat. Auch wenn ich jemand bin, der auch schon großen Beef gemacht hat. So, ich jetzt im Nachhinein sage ich auch, okay, reicht doch jetzt. Und wenn jetzt ein Bushido und Shindy mich wieder dissen würden, würde ich auch sagen, Alter, also reicht doch jetzt. Selbst wenn ich vielleicht antworten würde, weil ich mich wieder ärgern würde, aber jetzt ist gerade alles ruhig und ich sage dir, Nico, es reicht doch jetzt. So, ist doch gut. Warum immer Plattenverkäufe ankurbeln mit irgendwelchen Diss-Tracks, Alter? Es reicht. Wir haben uns doch alle in jeder Konstellation schon 1000 Mal beleidigt. Jeder von uns hat doch schon seinen beschissenen Nicknamen. Ja. Das reicht doch, Alter. So, ganz ehrlich jetzt, die ganzen Teenies da draußen, die das sehen, die denken sich, aber ist doch cool. Ja, ist auch cool für euch, aber wir Rapper, wir sind alle schon 30. So, das ist einfach so. Deine ist sogar schon 37, 38, 39. So, verstehst du? Ja. So, lass uns doch lieber coole Songs machen. Positive Stimmung. Das klingt alles so ein bisschen nach dem, also wo vielleicht auch meine letzte These für heute hinführen kann. Dann dieses Album selber hast du ja auch beschrieben, glaube ich, im Pressetext stand das, ich weiß gar nicht, ob du das noch gesagt hast, dass das im Prinzip gar nicht entstehen sollte, dass es gar nicht geplant war, ein Album zu machen. Nee, war auch nicht geplant. Und deshalb meine These, K1 wird irgendwann Rap den Rücken kehren. Ich werde Rap definitiv als K1 den Rücken kehren. Ja. Aber ich werde Rap nie den Rücken kehren. Bedeutet, diese Figur K1, ich nenne sie mal Figur, ja, die in der Öffentlichkeit ist, die wird auch nicht mehr lange in der Öffentlichkeit sein. Ich gebe der wirklich vielleicht höchstens noch 1,5 Jahre. Und das sage ich jetzt nicht, damit die Leute sagen, okay, ich hole jetzt ein letztes Album. Sondern, und die anderen, damit die Gold geht. Ich meine, ich werde 32. Und irgendwann ist auch mal cool und man sollte dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und gerade ist es für mich am schönsten. So, und dieses Album war nicht mal mehr geplant. Ich war einfach irgendwann wieder im Studio und habe zu Gorix gesagt, ey, Bruder, diese Diss-Geschichte ist jetzt vorbei. Ich konnte mich entladen. So, er hat seine Packung bekommen, ich habe meine Packung bekommen. Das ist jetzt alles gut, weißt du? Ich will jetzt einfach wieder Mucke machen. Ich habe Bock, Liebeslieder zu machen. Ich will auch mal einen politischen Song machen. Ich habe Bock, so einen richtig krassen neuen Party-Song zu machen, damit die Leute wieder im Sommer was zu feiern haben. Ich will alles machen. Komm, lass mal mit irgendwas anfangen. Ich habe einfach Bock. Ja, okay, komm. Gorgsmann, komm, lass anfangen. Wir haben einfach angefangen. Ich habe gefreestylt im Studio stundenlang, jeden Tag. Und irgendwann habe ich gemerkt, Digga, du hast schon 11, 12 Songs gemacht. Und ich sage, die Songs sind echt gut geworden. Also habe ich bei Embassy angerufen, meiner Plattenfrau, und habe gemeint, ey, sag mal, habt ihr irgendwie Bock, vielleicht eine Platte rauszubringen? Ja, klar. Geil, hast du was gemacht? Ich sage, ich habe fast schon ein Album fertig. So 12 Songs. Ja, dann mach doch noch ein paar und dann können wir es da raushauen. Ja, ich sage, okay. Habe ich weitergemacht, auf einmal war ich schon, ich glaube, bei 30 Songs. Haben gesagt, nein, das ist zu viel. Ich sehe, aber ich kann mich nicht von den Songs trennen. Deswegen sind es ja auch insgesamt 23 Songs schon geworden. Ich bin ja kein Rapper, der jetzt irgendwie 14 Songs macht mit 2 Skits, sondern ich will den Leuten auch wirklich was geben. So, ich will den Leuten was von meiner Musik geben, damit sie das niemals vergessen. Und so ist das Album dann entstanden. Deswegen ist auch kein roter Faden drin. Aber ich habe sehr viel Herzblut reingesteckt, weil es ein Album ist, wo nicht auf Druck entstanden ist. Und ich glaube, die besten Songs entstehen heutzutage, wenn man wirklich die machen will und nicht, wenn man sie machen muss. Das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich meine, wenn ich ins Studio gehe und die Plattenfirma sagt, hey, du, wir hören da noch nicht die Single im Album, mach mal eine Single und ich probiere jetzt irgendwie so ein Techno-Beat zu nehmen, wo jetzt irgendwie so eine englische Hook drauf gesungen ist, dann wird es keine Single. Wenn ich aber im Studio bin und jetzt einfach sage, wie letztens mit Brandon Beal, hat diesen Song Twerk It Like Miley gemacht und so, weißt du? Ey, ich habe einfach Bock, ich habe einfach einen Flug hierher geholt, gesagt, komm, lass das Studio gehen, einfach Mucke machen. Dann haben wir ein überkrasses Brett gemacht. Warum? Boah, verfickt, Alter, ich habe Krampf im Bein. Boah, kennt ihr das? Wenn man einfach so sitzt und ich wollte gerade so voll ernst reden.
Okay. Einfach cool, heute reden voll die Schmerzen. Einfach mal. Und dann war ich mit Brandon Beal im Studio, innerlich so schreien. Ah. War ich mit Brandon Beal im Studio, einen mega krassen Song gemacht, weil wir Bock hatten. Und das ist eben dieser Hauptfokus. Und deswegen zurück zu dieser Beef-Geschichte wieder. Beef macht keinen Bock. Es ist immer eine Aktion, auf die folgt eine Reaktion. Und auf eine Reaktion folgt eine Kettenreaktion. Und so geht es halt immer weiter. Und deswegen, eigentlich ist es immer negative Energie, die mit Streit, Prügel, Attacken, Warten vorm Haus und sowas verbunden ist. Und man kann ja auch Beef machen. Man kann Streit machen. Und das macht sogar Spaß. Aber wenn man sich wirklich trifft, ein Nico das veranstaltet und sagt, pass mal auf, ihr beide, da ist ja eine Spannung, okay? Ja. Hier, also zwischen euch ist eine Spannung. Ihr habt doch privat gar nichts mehr miteinander zu tun. So, pass mal auf. Ich gebe euch jetzt beiden eine Woche und dann lassen wir doch mal hier so ein Battle machen. Und meinetwegen nimmst du dann die Eintrittsgelder, okay, und geben sie hier, ich bin jetzt... Wir spenden die, genau. Ich bin der Botschafter jetzt vom Kinderhospiz geworden, weißt du? Genau. Okay, ich mach dir die Connection klar, kein Problem. Wir machen die Eintrittsgelder, dann haben die was davon. Ist doch cool, Alter. So. Dann lass uns doch mal versuchen, Gegner zu finden, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob sich Gegner finden lassen. Aber ich rede jetzt mal wirklich, wir können auch gerne... Ich will Newcomern auf die Chance geben zu battlen, weißt du? Macht dir Spaß. Wenn ich verliere, verliere ich. Aber oder ich wir suchen dir 10 Newcomer und du musst einen nach dem anderen battlen. Pass auf, wenn ich verliere, wenn ich verliere, dann verliere ich. Aber ich verspreche, Gegner auf jeden Fall zu demolieren. So. Also ohne Schaden geht er nicht raus. Was machst du denn jetzt so aus deinem Leben die nächsten Jahre? Hast du einen Plan? Boah, ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich habe echt keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall in YouTube will ich jetzt aktiver sein. Nicht YouTuber werden, ja? Bevor hier falsche Gerüchte wieder kommen. Ich habe einfach gedacht, okay, ich habe Bock, so Pranks hochzuladen, einfach auf behindert. Nicht jetzt irgendwie Beauty-Tipps verkaufen. Also oder so. Doch auch YouTube. Pranks ist ja auch YouTube, ne? Ja, aber jeder kennt ja meine Pranks. Ja. Hier diese Miley mit der Telefonverarsche. So, ich feiere das einfach für mich. So, ich mag das. Also YouTube werde ich bestimmt demnächst machen. Hast du noch Dinge zu klären? Was denn für Dinge? Ja, keine Ahnung. Es gibt ja bestimmt auch noch die eine oder andere. Nee, gar nichts. Nee? Also, es ist komplett alles geklärt, was das heißt, geklärt werden musste. Das heißt, du bist wirklich... ich bin frei. Unglaublich ruhiger, entspannter Punkt hier. Ich bin richtig fast ein bisschen überrascht. Ach, guck mal, ich habe einfach mit den Jahren gelernt. So, deswegen, ich gebe dir auf jede Frage, die du mir stellst. Du kannst jetzt noch neue 10 Fragen Freestyle auspacken. Ich werde dir eine Antwort drauf geben. Weil selbst wenn die Frage mir unangenehm ist, lache ich drüber, weil ich genau weiß, okay, also es gibt im Leben einfach tausendmal schlimmere Sachen. Ich meine das wirklich ernst. Guck mal. Es gibt Schlimmeres, als von mir interviewt zu werden. Nein, ich meine das ernst. Guck mal, ich war letztes Jahr war ich bei so einer Charity-Veranstaltung eingeladen. Das war Kinderhospiz Deutschland, ja? Ich schwöre auf meine Mutter. Ich wusste nicht, was das war. Vielleicht, weil ich keinen Abschluss gemacht habe, keine Ahnung. Ich wusste nicht, was hier Kinderhospiz, was die machen. Bin ich da hingegangen, habe meinen Charity-Auftritt da gemacht, alles gut. Und irgendwann habe ich den Veranstalter gefragt. Ich so, ja, das ist ja für Charity-Bedürftige und so. Der so, ja, was heißt Bedürftige, Kay? Das sind, die siehst du irgendwie gerade 1000 Kinder und das... Kinder, die nicht mehr lange leben werden. Und ich so, hey, die sehen doch gesund aus. Der so, ja, man sieht es denen halt nicht an und so. Und dann dachte ich mir so, boah, ich hatte so ein schlechtes Gefühl dann. Dann habe ich mir gedacht, scheiße. Dann habe ich zu ihm gesagt, guck mal, ab jetzt, egal, wann ihr irgendwie eine Charity-Veranstaltung macht, ich werde hinkommen, umsonst auftreten. Und ich werde auch andere Leute holen. Guck mal, ich habe LG gefragt, ich habe Manuelsen gefragt. Die haben mir alle schon zugesagt. Bei den nächsten Sachen mit Charity, die machen auch mit. So, und als ich das dann realisiert habe, was diese Leute und diese Eltern vor allem für Probleme haben, und zwar, dass die Kids, okay, in Kürze nicht mehr da sein werden. Dann habe ich gemerkt, Alter, was haben wir denn für verschissene, verfickte Probleme? Wir kümmern uns darum, wer was über wen sagt, Sachen, die man am Telefon einmal klären könnte. Verstehst du? Das sind Leute, die ihre Kids verlieren, die teilweise 6, 7, 8 Jahre alt sind. So. Und deswegen habe ich mich engagiert dafür und das, die haben mich ja zum Botschafter gemacht. Ich wollte das ja gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, okay, auf der einen Seite schon eine Ehre, dann mache ich das und dann probiere ich meine ganzen Rapper-Kollegen auch noch dahin zu ziehen, weil ich bin ja nicht der einzige Rapper, den diese kleinen Kids cool finden. So. Und deswegen sage ich, wie gesagt, das ist so eine Sache, die muss man unterstützen und wir haben eigentlich keine richtigen Probleme. Die Probleme, die wir haben, die machen wir selber alle so groß und deswegen lache ich über Beef, lache ich über irgendwelche Quoten, weißt du, ich probiere gute Musik zu machen und probiere irgendwie mit meiner Reichweite auch was Gutes zu machen und nicht nur beleidigen, polarisieren und alles. Das machen wir doch eh 365 Tage im Jahr. Lass uns doch mal 10 Tage davon nehmen und was Gutes machen. Und du hast meine 10 Thesen überlebt. Ja, Mann. Dankeschön dafür. Wir werden zusehen, dass wir den Battle-Partner besorgen. Machen wir auf jeden Fall. Und bis dahin alles Gute. Tschüss. Achso. Und Backspin TV. Hau rein, Leute. Die sind auch noch da. Ja. Ciao. Word up. Stop looking, listen. Backspin.